KinoCast. Nee, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Chris ist gar nicht da. Er muss Chris, man hört dich nicht. Muss wahrscheinlich niesen wieder. Ja, ich musste gerade nochmal, Entschuldigung, nochmal kurz Nase putzen. Hey, heute ist ein Tag, ich glaube es geht. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hallo, hallo. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleibt alle gesund hier. Es greift schon um sich hier, trotz Home Isolation hier. Schön wär's, ey. Ja, willkommen. Ich bin sofort zu Hause isolieren. KinoCast alle miteinander. Wir haben wieder viele, viele Filme für euch mitgebracht. Als da wären die Sneak Preview noch einmal June, obwohl wir Dezember haben. Dann sprechen wir über Filme, die wir dann im Heimkino gesehen haben. Zum Beispiel Finch. Gab es auf, was war das, Apple TV oder? Apple TV ja, Plus, Apple TV, den neuen mit Tom Hanks. Die Mountain Between Us, dann jetzt neu erschienen Dune, der Wüstenplanet, die 2021er Version konnte man jetzt ausleihen und Old, den neuen Shyamalan-Film, M. Night Shyamalan, der zum Beispiel Sixth Sense und sowas gemacht hat. Mal sehen, ob er wieder was Gutes abgeliefert hat, wir schauen mal. Und ja, dann gibt es noch ein bisschen Rätsel hinten raus und Musiktipps und mal gucken, was uns noch so einfällt. Jetzt aber erstmal zu noch einmal June und wer unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen verfolgt, der wird mitbekommen haben, wir waren gar nicht in der Sneak. Ja, wie haben die das da jetzt gemacht, dass die über den Film eigentlich sprechen können? Tja, ich habe nämlich den Filmverleiher mal angeschrieben und habe dann auch relativ schnell einen Screener bekommen. Allerdings war das so ein Einmal-Screener, das heißt, den konnte nur einer gucken und der zweite Link lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der müsste dann an Chris kommen und Kate, die werden da wahrscheinlich nächste Woche dann vielleicht nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Aber jetzt würde ich erstmal etwas über noch einmal June erzählen oder wie er im Original heißt, June Again. Das ist ein australischer Film, ist als Drama tituliert. Ich würde es aber eher als Dramedy bezeichnen, denn der hat durchaus auch komödiantische Elemente. Und es geht um eine Frau, die hat Demenz. Das ist eben die besagte June, die June Again. Und die lebt in so einem Pflegeheim für ja irgendwelche, die solche Krankheiten haben und frisst sie dann nur so ihren tristen Alltag und sie bekommt ja nicht mehr viel mit. Das heißt, sie bekommt auch Besuch von ihren Kindern immer mal und von irgendwelchen Bekannten, aber sie erkennt die auch alle gar nicht mehr und sie ist auch ganz schwierig für die Personen, die sie besuchen, halt, wie das immer so ist, eine ganz furchtbare Krankheit. Aber eines Tages, also sie muss dann auch immer solche Tests machen und da gibt es auch so ein paar Szenen, dass zum Beispiel der eine, ich nenne es mal Pförtner, also der sitzt in so einem am Anfang von so einem langen Gang und am Ende von dem Gang ist die Ausgangstür und die Tür hat ein Codeschloss und sie geht da mal vorbei und fragt, wie ist der Code und er sagt ihr den Code und bis sie an der Tür ist, hat sie den aber wieder vergessen und kommt wieder unverrichtete Dinge zurück und er registriert das dann und das passiert irgendwie so jeden Tag und ja, eines Tages hat sie dann aber doch mal so einen lichten Moment, sie ist halt wieder June, deswegen heißt das noch einmal June. Ihr fällt plötzlich alles wieder ein, komplett. Sie überrascht damit ihre Pfleger, ihren Arzt, der mit ihr noch so andere Tests macht. Und sie will dann auch natürlich dort in der Einrichtung nicht mehr bleiben, weil, ja, was soll sie dort, ne? Also sie ist mit einem Mal wieder völlig klar und sie verlässt dann die Einrichtung, weil sie kann ja sich den Code plötzlich merken, den der Pförtner ihr völlig unbedarft sagt. Und steht dann auf der Straße, springt in ein Taxi und fährt das mal weg, ne? Und fährt zu ihren Kindern, besser gesagt erstmal zu ihrer Tochter und muss dann feststellen, dass in den paar Jahren, wo sie nicht da war, wo sie in diesem Pflegeheim war, sich einige Dinge verändert haben. Also sie hatte eine Firma, die natürlich dann ihre Kinder übernommen haben. Da ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Dann hat sich bei den Kindern natürlich auch einiges im Leben, was heißt Kinder, also das sind erwachsene Menschen, ne? Also wir reden jetzt hier nicht von Kleinkindern oder so, sondern das sind erwachsene Menschen, also die haben Beziehungen, Freunde, Kinder und alles. Und da hat sich halt doch alles sehr stark geändert, was sie teilweise auch nicht verstehen kann, dass zum Beispiel ihr Sohn, auf den sie sehr viel gesetzt hat, der ist eben nicht Architekt geworden, sondern macht halt was ganz anderes. Das möchte ich nicht spoilern, das ist eine witzige Szene. Und sie versucht dann
natürlich alles irgendwie wieder gerade zu biegen, weil sie war, bevor sie diese Demenzkrankheit hatte, war sie eine ziemliche Matriarchin. Also sie hat die Familie als starke Frau mehr oder weniger geleitet und hat ihren Kindern auch so ein bisschen den Weg geebnet und die ganzen Geschäfte geführt. Und das will sie jetzt auch wieder annehmen. Stößt dann natürlich aber auch auf diverse Widerstände, weil sich natürlich auch die Zeit mittlerweile doch ein bisschen geändert hat, weil sie war halt wirklich ein paar Jahre weg. Und das führt zu einigen unerwartet witzigen Szenen, die viel Spaß machen. Natürlich sehr viele Szenen auch drin, die dann so ein bisschen so, es geht jetzt doch ein bisschen nahe und so. Gerade wenn sie dann versucht, wieder wirklich in alten Erinnerungen zu graben, was alles gewesen ist. Und dann sind auch wieder viele Szenen so drin, wo sie sich wirklich an ganz früher erinnert und so Szenen wie, so schön wie damals wird es nicht mehr, und sie versucht dann wieder anzuknüpfen. Und es ist auch so ein bisschen, ich nenne es mal Roadtrippig, der Film, weil sie begibt sich dann noch so ein bisschen auf eine Reise durch Australien. Fand ich auch sehr schön, da ein paar Ecken zu sehen. Das ist jetzt nicht Sydney oder so, man sieht nicht so die typischen Spots, sondern wirklich so ein bisschen andere Ecken. Und wir hatten den Screener in der Originalversion mit Untertiteln bereitgestellt bekommen. Und ich mag ja wirklich den australischen Akzent schon ein bisschen, ne? Weil auch meine Englischlehrerin bei der Firma, hier bei unserer Firma, die Sonja, die auch im Kinocast ein paar Mal zu Gast war vor einigen Jahren, kann man ja bei ModeratorInnen und Gäste auf Kinocast nochmal nachschauen, wo das war. Die hat auch immer so einen schönen Akzent, und in Australischen gibt es halt so Worte, die man im Normalen überhaupt nicht präsent hat, ne? Also auf Arbeit reden wir halt mehr oder weniger amerikanisches Englisch oder mit meinen irischen Kollegen mal so ein bisschen irischen Einschlag, aber im Australischen gibt es ja wieder ganz andere Worte für die ganze Sache. Das finde ich total süß. Also mir hat der Film echt Spaß gemacht. Ich hätte das nicht gedacht, weil das sich nach so einem schweren Thema anhört. Aber gerade wie sie damit umgeht, diese Unbedarftheit, diese ja, ich nenne es mal kindliche Naivität, wie sie dann wieder rauskommt und dann erfahren muss, was sich alles geändert hat, und wie sie versucht, Dinge richtig zu stellen, und mittlerweile ihre Enkel sind mittlerweile groß geworden, wie sie versucht, mit denen anzuknüpfen, und die akzeptieren sie natürlich viel, viel schneller, weil sie sie gar nicht so richtig halt kennen, weil die so lange weg war. Und ja, ich bin dann echt gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, Kate, ihr würde auch sehr gut gefallen wegen Australien und so. Und ja, ich denke mal, klar, australische Filme haben bei mir immer einen Stein im Brett. Den gebe ich immer eine Chance. Jetzt, wo du davon erzählst, klingt es auch wirklich interessant. Und ich habe jetzt auch gerade mal nach dem Cast geguckt. Ich kenne tatsächlich den einen oder anderen Schauspieler. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der eine größere Rolle hat. Aber ich gucke ja auch die ein oder andere australische Serie. Und da kenne ich dann doch das ein oder andere Gesicht, und da bin ich jetzt gespannt. Also ich werde den definitiv, wenn wir die Möglichkeit haben, auch noch den Screener sehen zu dürfen, dann werde ich den anschauen. Ich kannte davon niemanden, also wirklich niemanden. Ja. Aber die haben mir sehr gut gefallen, dass ich mir wirklich zum Beispiel den Stephen Curry oder so, den habe ich mir gemerkt, oder die Claudia Carvin heißt die, die habe ich mir gemerkt, die fand ich echt super. Also die zwei, also den Sohn und die Tochter von ihr, die spielen echt gut. Und da ist auch, man kann auch das Wort Glaubwürdigkeit hier fallen lassen, weil das wirkt alles sehr, sehr, sehr glaubwürdig. Das ist jetzt, das wirkt fast so ein bisschen, ja, es wäre da irgendwie so ein Familienfilm, irgendjemand hat das so mitgefilmt, die ganze Szene, wie sie rauskommt und wie sie mit ihren Kindern interagiert und so. Das können die Australier aber wirklich generell gut. Also es gibt eine sehr, sehr tolle australische Serie, die heißt Harrow. Die gibt es auch bei uns in Deutschland verfügbar, ich glaube über Prime Video. Das ist eine Crime-Serie, und das ist wirklich, die meisten Crime-Serien sind, finde ich, so überladen von wir haben jetzt diese Fakten gefunden und DNA-Spuren und bla bla bla, und das ist teilweise so unschlüssig, warum kommen die jetzt auf diese Ergebnisse, und in Harrow ist das eben nicht so, und das ist alles sehr, sehr glaubwürdig. Auch die Ermittlungen, die dann da stattfinden und so, das ist ja wesentlich glaubwürdiger als in jeder anderen Crime-Serie, und das können die Australier, das ist einfach denen ihr Ding, das. Deswegen verstehe ich, dass du das sagst. Ja, also ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ich habe gerade auch nochmal geschaut hier. Der Stephen Curry, der mir ganz gut gefallen hat, der hat in einem Creature-Horror-Film mitgespielt, Rogue.
How Fast Can You Swim? Da geht es um einen amerikanischen Journalist, der im australischen Outback im Einsatz ist, trifft auf ein menschenfressendes Krokodil, das auf einer schnell überflutenden Schlamminsel gefangen ist. Ich glaube, den muss ich mir mal gucken. Der ist von 2007. Das ist was für dich, ja. Das klingt super, ja. Sind da noch Haie dabei? Dann ist perfekt, nee, Haie oder? Leider nicht. Also man sieht auch, das Poster hat er mich ehrlich gesagt schon. Also ich, warte mal, ich poste das mal hier in unsere Gruppe rein. Also das Poster, ja, Shut Up and Take My Money, ja. Ich werde mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Der hat doch IMDb 6,2 von 10, was eigentlich fast zu gut ist für so einen Horrorfilm, für so einen Creature-Horrorfilm. Das ist fast eine zu gute Wertung. Also ich finde das... Oh mein Gott, ich sehe das Poster, oh mein Gott. Ja, okay, vom Director of Wolf Creek. Also Wolf Creek ist ja einer der bekanntesten australischen Filme. Ja, der ist überhaupt. Auch gut. Siehst du mal. Ja, also sowohl Teil 2 als auch Teil 3. Und ich mag den Schauspieler in Wolf Creek sehr. Wo spielt Sam Worthington denn nicht mit, muss man fragen. Naja, also ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Das ist mein Ding hier. Ansonsten meine abschließende Wertung für June Again. Noch einmal June, 8,5 von 10. Hat mir wirklich gut gefallen. Weil es auch wirkt auch wie eine etwas kleinere Produktion, wo ich ja immer mal noch das eine oder andere Auge zudrück. Und auch die Originalfassung, die kickt bei mir immer noch ein bisschen mehr, wenn man die das wirklich im Original hört. Und wie sieht es denn in der Sneak aus? Hat da jemand den Überblick, wie der da bewertet wurde? Dadurch, dass wir, glaube ich, einen kleinen Fehler in der Auswertung haben, was das Abstimmen angeht. Niemals, du hast einen Fehler gemacht. Das glaube ich, nur eine Person, die doppelt abgestimmt hat. Ich glaube tatsächlich, es hat nur eine doppelt abgestimmt. Überwiegend, also wir haben eigentlich nur Punkte zwischen, also nur 7, 8 und 9 Punkte. Ja, sehr gut. Also nichts schlechter, nichts besser, aber ja. Weiß man was, wie viele Personen überhaupt in der Sneak waren? War da nee, viel, keine Ahnung. Weil das dadurch, dass jetzt ein zusätzlicher Test notwendig ist, muss man schauen, oder... Geboosterte können ja so, ne? Wenn ich recht habe. Ja, geboosterte können so. Okay. Ich habe für morgen schon meinen Test reserviert wieder. Also wenn alles klappt, dann komme ich dann frisch getestet in die Sneak Preview. Was könnte mich denn da erwarten? Wie lautet denn der Tipp? Der Tipp lautet eine andere Form von Diplomatie. Ist da schon irgendwas eingegangen? Selbstverständlich, von dir. Und zwar einmal Königin des Nordens und The King's Man. Ja, The King's Man ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Nachfolger von diesem anderen King's Man-Film, sondern das ist jetzt quasi das Prequel zu dem King's Man-Film. Ah, okay. Also die haben jetzt witzigerweise, habe ich gesehen in der Vorschau, quasi zwei King's Man-Filme. Einmal, ich nenne es mal King's Man, was ist das, 3 oder so? Glaube ich, ja, 3. Ich ja, genau. Keine Ahnung. Und das ist jetzt quasi nochmal das Prequel zu dem ersten King's Man-Film. Das bringen die irgendwie zeitgleich ins Kino, glaube ich. Zumindest vom Start her. Aber es wird anders geschrieben. Also bei dem, was du jetzt getickt hast, ist es The Kings und dann Man, also auseinandergeschrieben. Und bei den anderen Filmen ist es ja zusammengeschrieben, The Kings Man. Ach so, aber es sind doch dieselben Schauspieler, eigentlich, oder? Sind da nicht dieselben Schauspieler, aber ich glaube, dass es anders geschrieben wird. Vielleicht dadurch, dass es halt der Anfang ist, vielleicht wurde es da damals anders geschrieben. Auf jeden Fall noch was zu dem anderen Tipp, den ich gemacht habe. Der startet am 30.12., Königin des Nordens. Da geht es um Margarete von Dänemark. Steinemarkers, achso. Achso, genau, Scheibenwischer. Die quasi die nordischen Länder, Dänemark, Norwegen, Schweden, zu einer Allianz vereint hatte, halt auf eine friedliche Art und Weise. Deswegen Diplomatie mal anders, also ohne großes Säbelrasseln da alle auf eine Linie zu bringen. Tja, mal gucken. Es klingt aber auch, mal schauen für einen Montagabend. Mal gucken, was uns da erwartet. Dann mal gucken, was wir im Heimkino hatten. Das war ja auch einiges. Heimkino. So, Kate, möchtest du mit einem von deinen anfangen? Was hast du denn gerne geguckt? Ich habe mir auf auf Apple TV Plus den neuen Tom Hanks Film geklickt, und zwar Finch. Tom Hanks ist Finch. Und Finch lebt in einer postapokalyptischen Welt, was euch ja gefallen könnte mit eurem komischen, wie heißt dieses komische Spiel, was ihr immer spielt? Was ich nur noch spiele, glaube ich. Oh, Entschuldigung.
Im Endeffekt geht es darum, also die Erde hat verdammt viel durchgemacht. Also wo früher grüne, saftige Wiesen waren, ist jetzt nur noch Staubwüste. Das Ozonloch ist riesengroß. Das heißt, normale Leute, wenn, also Tiere und Menschen, wenn die rausgehen, verbrennen die einfach. Das ist so unfassbar heiß. Also die halten es gerade so im Schatten aus und dann ist es immer noch furchtbar heiß. Was auch bedeutet, dass eben alles Leben, was so normal draußen rumkreicht, kreucht und fleucht wie Insekten und so, alles tot ist. Alle Pflanzen sind tot, alles dahin gegangen aufgrund der krassen Sonneneinstrahlung. Es entstehen Superstürme, also ganz, ganz übel. Also so richtig schön postapokalyptisch, wie man sich vorstellt. Und Tom Hanks lebt quasi alleine, also er hat einen Hund und einen Hunderoboter und baut gerade an einem menschengroßen Roboter. Dogmeat heißt der Hund, oder? Dogmeat, genau. Nee, und heißt er nicht. Nee, keine Ahnung, wie er heißt. Dogmeat heißt er bei Fallout. Hier ich heißt er, glaube ich, Goodyear oder so. Das ist der echte Hund. Der echte Hund heißt also. Goodyear. Genau. Und aber Tom Hanks, also Finch sagt immer, es ist nicht sein Hund. Denn er hat ihn gerettet. Und die Geschichte wird auch noch erzählt, wie er zu dem Hund kommt. Und Tom Hanks Anliegen ist, er ist alt, er ist krank und der Hund ist noch jung und fit und er möchte gerne einen Roboter bauen, der den Hund beschützt, wenn er nicht mehr lebt. Und das finde ich eine richtig, richtig süße Geschichte. Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass er aus seinem sicheren Versteck ausziehen muss, denn mehrere Superstürme werden kollidieren, sehr, sehr nah bei ihm. Und mit Hain? Die sind doch alle tot. Die... Roboterhaie vielleicht? Auch nicht. Oh. Tut mir leid. diese Stürme würden sein, also die Computerberechnungen sagen, diese Stürme werden sein Zuhause zerstören. Und er sagt dann halt, okay, dann packen wir halt alles zusammen und fahren irgendwo hin, wo wir bisher noch nicht waren, um vielleicht zu gucken, ob wir da ein sicheres Plätzchen finden. Also machen sie sich auf den Weg nach San Francisco. Und dann entsteht ein sehr, sehr netter Roadtrip. Ich muss alles in allem sagen, es ist ein wirklich toller Film. Ja. Ich habe als allererstes gecheckt, ob der Hund stirbt bei doesthedogdie.com. Was sonst hätte ich den Film nicht zu Ende geguckt. Er stirbt nicht, zum Glück. So viel sei gespoilert. Spoiler! Ja, sorry, aber wenn der Hund, das ist so ein süßer Hund, das ist so schlimm. Und die zwei zusammen und der Roboter. Oh mein Gott. Finch bringt dem Roboter alles Mögliche bei. Und so dass er sich auch dann versorgen kann, sollte er irgendwann nicht mehr da sein. Und bringt ihm Regeln bei. Und der Roboter ist so kindlich naiv am Anfang. Und es ist richtig, richtig nett gemacht. Also die zwei zusammen mit diesem kleinen Roboterhund und dem richtigen Hund ist sehr, sehr schön. Und sie treffen auf gar nicht so viele andere Menschen, was sehr gruselig, ehrlich gesagt, ist, weil es ist so ein bisschen... Der Film besteht eigentlich nur aus Tom Hanks und seinen Robotern und dem Hund. Das ist es. Aber er ist richtig gut. Es passiert an sich auch nicht viel, außer dass sie halt diesen Roadtrip durch die Apokalypse quasi machen. Aber es, ja, also angucken. Wie I Am Legend, aber ohne Zombies. Ja, genau. Und besser. Ach so. Mit Tom Hanks. Was essen die da so? Das ist ja so das Hauptproblem in Fallout. Man muss essen und trinken. Also trinken ist ein großes Problem. Ansonsten er versucht halt überall alte Supermärkte zu durchstreifen und noch irgendwelche Konservendosen zu finden und so. Also einmal siehst du, sein Mittagessen ist eine Dose mit konservierten Pfirsichen. Ja. Und was ihm ganz natürlich wichtig ist, ist gutes Hundefutter. Ja, Hundefutter kann immer man nach auch gutem, als Mensch essen, Hundefutter. Nur als Tipp. Ne? Ja, Chris, aber er sucht immer gutes Hundefutter. Ja, das ist... Also nee, die Liebe... Diese Liebe bei Fallout, zwischen... Meine ich. Ja, ja, aber... Das, ja, nee, danke. Also diese Liebe zwischen ihm und dem Hund wird auch erklärt, warum die so entstanden ist. Ach, das ist Liebe, okay. Ja, das ist einfach... Das ist, er sagt zwar, es ist nicht sein Hund, aber er beschützt ihn mit seinem eigenen Leben quasi. Und das ist so schön gemacht. Ja, und der Hund ist so brav.
Also klingt gut. Also ich glaube, ich werde ihn mal gucken, weil so postapokalyptisch und mit richtig gut dargestellt. Ist richtig gut dargestellt. Ist es kindgerecht oder passiert da was? Muss ich aufpassen, wenn ich oben guck? Also es gibt kein Blutgespritze. Sag mal, gibt's da irgendwelche, da ist doch meistens so in der Endzeit, gibt es dann irgendwelche Leute, die dann auch Menschen essen, weil die anderen Nahrungsmittel knapp sind oder so? Nein. Sowas nicht, okay. Nein. Also er ist überhaupt nicht brutal, der Film. Also es gibt eine brutale Szene, aber das betrifft keinen Menschen, sondern einen Roboter. Und ansonsten ist es halt ein bisschen gruselig mit diesen Stürmen und so. Aber das ist halt Wetter. Okay, dann gucke ich den heute Nachmittag mal oben. Guck mal, der ist schön. Ja, gut. Klingt super. Was gibt's so wertungsmäßig? 8 Punkte. Oh, sehr gut. Ja, definitiv. Ja. Alles klar. Ich habe auch mir einen Film geklickt, den es jetzt neu fürs Heimkino gibt, der gerade noch im Kino lief, wo ich auch gezuckt hatte, ob ich mir den anschaue. Nämlich Dune, die Neuverfilmung. Oder wenn man so sagen muss, Dune 1,5, denn da fehlt noch was. Aber dazu komme ich später. Ist der neue Film von Denis Villeneuve, von dem ich sehr, sehr angetan bin, von dem Regisseur. Also gefühlt alles, was der macht, gefällt mir. Arrival gehört zu meinem Lieblingsfilm. Und ja, Timothy Chalamet spielt die Hauptrolle. Und Rebecca Ferguson noch mit dabei, Oscar Isaac. Und in Nebenrollen sieht man sehr viele bekannte Gesichter. Und ich weiß nicht, ob man die alle nennen sollte oder so, aber ich, ja, vielleicht im Laufe der Erklärung, vielleicht nenne ich da ein paar Namen, mal gucken. Und es ist mehr oder weniger die, in Anführungszeichen, alte Dune-Geschichte ist halt so, es gibt verschiedene Häuser in diesem Universum, kann man vergleichen so mit Game of Thrones, mit den verschiedenen Adelsgeschlechtern. Und das Haus von Timothy Chalamet bekommt eben, das Haus Atreides bekommt eben diesen Planeten, auf dem das Spice ist, zur Ausbeutung, quasi zur Pacht übertragen. Und das wird quasi von der anderen Familie weggenommen quasi. Die hatten das bisher und müssen dort den Arrakis, den Planeten, verlassen. Und soll jetzt von Haus Atreides übernommen werden, die Ausbeutung des Spice, und da gibt es auch Anforderungen von dem Imperium, wie viel da geliefert werden muss und so weiter. Also es ist alles nicht ohne, weil auch auf diesem Planeten, das ist ein sehr unwirtlicher Planet, also man kann als Humanoid da teilweise kaum überleben, Wüste, dann gibt es diese bekannten Sandwürmer, dann sind die klimatischen Bedingungen sehr übel, und dann gibt es auch noch die Eingeborenen, die Fremen, die dort leben, die da auch nicht so begeistert sind, dass da immer andere kommen und ihren Planeten kolonisieren. Und ja, Haus Atreides bekommt eben dieses übertragen und muss sich nun auf den Weg machen dorthin und sollen den Planeten übernehmen und sollen das Spice ausbeuten, aber die anderen Familien haben halt auch was dagegen und versuchen dazu, ja, mit Intrigen und mit Attentatsversuchen und mit, hast du nicht gesehen, mit kriegerischen Interventionen dagegen vorzugehen. Und dann ist plötzlich der Film aus, weil da kommt ja noch ein zweiter Teil. Also, echt jetzt? Es ist ja quasi der erste Teil, der 1 von 2. Es kommt ja noch ein zweiter Teil. Es fühlt sich ungefähr so an wie bei Herr der Ringe, die Gefährten, nachdem man irgendwie ein paar Stunden im Kino gesessen hat und dann sind die plötzlich oben auf dem Berg und dann plopp, kommen die Schriften und man denkt sich, jetzt wäre es gerade interessant geworden. Und so ungefähr ist es hier auch. Allerdings, der Film ist schon extrem sehenswert, der hat sehr viele Schauwerte, der ist wirklich, Style ist ohne Ende da. Manchmal ist es ein bisschen viel, also Style over Substance, also da fehlt so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen die Story, weil Story ist eigentlich viel da, aber so die Art, wie es spannend erzählt wird, ging mir hier so ein bisschen ab, weil es war nicht so dieser Game of Thrones Effekt, dass du zu sehr zugeworfen würdest mit Namen und mit irgendwas, wo du denkst, oh Gott, das muss ich mir jetzt alles merken, sondern man wurde hier relativ gemächlich eingeführt, dass auch diejenigen, die das nicht ganz so präsent haben wie ich jetzt, ich habe die alten Filme irgendwann vor Jahren gesehen, die Bücher habe ich nicht gelesen, dass die nochmal abgeholt werden, worum geht's, wer sind die Personen, und letzten Endes ist es mehr oder weniger von dem Timothy Chalamet ich nenne es mal eine Coming-of-Age-Geschichte von ihm, weil er ist halt quasi der Sohn von Oscar Isaac, und
der ist halt der Familienpatriarch und die müssen halt auf diesen neuen Planeten. Er soll eigentlich gar nicht erst mit, Timothy Chalamet, aber wird dann mitgenommen und wächst dann auch über sich hinaus und muss sich dann halt auch den ganzen Gefahren stellen. Und ja, ich weiß noch nicht ganz so recht. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das ein bisschen zu verarbeiten, weil doch sehr viel, auch gerade visuelle Eindrücke, die sind wirklich perfekt. Die Raumschiffe, der ganze Planet, das fühlt sich alles sehr stimmig und echt an. Da gibt es nirgendwo irgendwo einen Bruch, wo man sagt, oh, das passt jetzt gar nicht. Und es hätte ein bisschen mehr Spannung vertragen können, ein bisschen mehr roten Faden fand ich mittendrin, ein bisschen mehr Zug in der Geschichte. Das sind so meine Kritikpunkte auf hohem Niveau, weil ich gebe da auch 8 Punkte. Und ich glaube, ich muss einfach mal abwarten, wie sich das Gesamtwerk anfühlt, wenn dann der zweite Teil noch kommt, weil ich glaube, jetzt sind hier auch einige Storylinien aufgemacht, die noch nicht abgeschlossen sind, wo ich einfach so in der Mitte drin hänge, wo ich einfach sage, okay, was soll mir das jetzt sagen? Und wahrscheinlich kommt dann in der nächsten Folge, nenne ich es jetzt mal, im nächsten Teil, kommt dann Rückgriff auf diese Themen und wo du denkst, oh, das haben die ja richtig gut gemacht, dass sie das da schon so adressiert haben und so. Also ich möchte das wirklich nur mal so als Zwischenwertung verstanden wissen, meine 8 Punkte. Es kann sein, wenn ich das Gesamtwerk sehe, dass ich völlig umgehauen bin und das ganze Ding irgendwie total hoch bewerte oder die Seifenblase zerplatzt dann völlig und droppt dann nach unten. Das kann auch sein. Auf jeden Fall in UHD, wenn man das hier bei den einschlägigen Anbietern, es gibt es bei Amazon Prime oder bei Sky oder so, kann man das mittlerweile überall, weiß nicht, habe ich es gekauft oder ausgeliehen, weiß nicht, irgendwie, aber es war teuer auf jeden Fall. Und auf UHD, das sieht saugeil aus, also boah, Wahnsinn. Ja, also schon empfehlenswert, ja, wenn man es nicht ins Kino geschafft hat, wenigstens dann in UHD auf dem großen Bildschirm mal zu Hause anschauen. Und weiß man denn schon, wann der zweite Teil kommt? Das soll dann nicht nächstes Jahr Weihnachten oder so? Oder? Ach Gott, das dauert ja doch ewig dann. Oder warte mal, ich guck mal hier. Dune 2021. 2023 kommt erst. Steht hier. Ach Gott. Dune Part 2. Steht hier irgendwas? Nö. Ja, aber also den zweiten Teil, den würde ich dann auf jeden Fall, wenn dann die Situation sich entspannt hat, auf jeden Fall im Kino gucken. Weil soweit hat mich der erste schon begeistert. Und das ist auch ein Film, glaube ich, da kann die Leinwand nicht groß genug sein. Also eigentlich müsste es wahrscheinlich in einem IMAX, in einem Riesenkino gucken. Weil die so Weltraumfilme und Sachen auf jeden Fall immer. Okay. Ja, also von mir erstmal vorbehaltlich des zweiten Teils erstmal 8 Punkte. Ich werde dann in 2 Jahren nochmal drauf zurückgreifen. Kate, was hast du geguckt? Der Berg zwischen uns, The Mountain Between Us. Was ist das? Ja, das ist der Originaltitel, The Mountain Between Us. Im Deutschen heißt der Film Zwischen zwei Leben. Ist ein, ich nenne es mal Flugzeugabsturzdrama. Denn Kate Winslet und Idris Alba, wie spricht man das aus? Idris Alba? Jessica Alba. Nee, das ist der andere. Die andere. Also Idris Alba und Kate Winslet wollen von Salt Lake City nach Denver fliegen, aber ihr Flug wird gecancelt wegen irgendwelcher Wetterbedingungen. Aber da Kate Winslet es sehr, sehr eilig hat, weil sie möchte ihren Anschlussflug nach New York bekommen, um zu ihrer eigenen Hochzeit rechtzeitig zu gelangen, tut sie einen Privatflieger beauftragen und kriegt halt mit, dass Idris Alba ebenfalls dringend weiterfliegen muss. Der ist nämlich Hirnchirurg und muss dringend zu einem Patienten. Er kommt von einer Konferenz in Salt Lake City und nimmt ihn dann quasi mit. Sagt, ich habe jetzt hier einen privaten Flugzeug gechartert, der würde uns hinfliegen, ich habe noch einen Platz frei, kommst du mit? Ne? Und dann steigen die ins Flugzeug und mitten über den Bergen im Schneegebiet bekommt der Pilot einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, ich weiß es nicht, ich glaube eher einen Schlaganfall, und sie stürzen ab, mitten im Berggebiet, nichts drumherum außer Schnee und Berge. Und beim Absturz verletzen sie sich natürlich. Also Kate Winslet hat irgendwie eine schwere Beinverletzung und irgendwas ist auch gebrochen. Und Idris Alba kommt so ein bisschen fast unverletzt weg. Aber ja,
bisschen was tut er sich schon. Und da besteht jetzt halt die Frage, wie kommen sie da raus? Werden sie gefunden? Was ist mit so einem komischen Rettungsschreiber auf so Flugzeugen? Ja, das ist im Endeffekt die Grundstory, denn sie versuchen dann von den Bergen, vom Berg runterzukommen, in irgendeiner Weise, weil sie ja auch verletzt ist, ist alles sehr schwierig. Und in irgendeiner Weise halt rauszufinden, wie sie das Ganze überleben können. Und das ist eigentlich der Film. That's Flüchten it. Sie dann vom Berg oder versuchen sie dort auszuharren und zu überleben? Also am Anfang versuchen sie erst auszuharren, weil ja auch Kate Winslet so verletzt ist, dass sie gar nicht aufstehen kann. Problem ist aber, dass sie nach 3 Tagen immer noch nicht gefunden werden. Und auch kein Flugzeug über sie drüber fliegt, nichts, also gar nichts, das passiert einfach nichts, außer dass sie halt verletzt ist und er irgendwie was zu essen beschafft. Achso, ein Hund ist auch dabei, der Hund von dem Piloten hat auch überlebt. Und hat man schon mal erste Vorräte? Nee, um Gottes Willen. Also sie haben dann Glück, auf was anderes zu treffen haben dann dadurch was zu essen. Aber sie merken dann relativ schnell, dass es so nicht weitergeht, dass sie irgendwie runter von dem Berg müssen. Und sonst wird das alles nichts. Die Handys sind tot und sie machen sich dann auf den Weg. Und das Problem ist halt, sie sind ja auch Fremde. Sie können sich auch nicht gegenseitig vertrauen. Sie wissen nichts vom anderen. Und es ist eine wirklich schwierige Situation für die beiden. Sie machen sich dann auf den Weg, den Berg runter. Und stellen dann aber wirklich fest, dass sie mitten im Nirgendwo sind und versuchen halt einfach zu überleben und voranzukommen zu irgendeinem Ort, wo vielleicht Menschen sein könnten. Und ob sie es schaffen oder nicht, ob sie es beide schaffen oder nicht, was daraus entsteht, ob der Hund sie vielleicht sogar rettet, das verrate ich alles nicht. Und auf was für Gefahren sie treffen, verrate ich auch nicht. Aber tatsächlich, auch wenn es sich ein bisschen banal anhört, was ich jetzt erzählt habe, ist der Film gut. Also wer so ein bisschen auf Katastrophenfilm mit ein bisschen Drama und vielleicht auch einer kleinen Liebesgeschichte steht, kann sich das anschauen. Aber es ist jetzt kein Everest-Überlebensfilm oder sowas. Ja, das ist es halt nicht. Okay. Punktetechnisch bin ich bei 6,5. Okay. Mann. Toll besetzt, aber das ist wo das war's halt dann auch. Wo kann man den gucken? Prime Video. Ah, okay. Ja, da habe ich ihn geguckt. Ich habe gerade mal geschaut hier bei Movie Pilot, ne? Die haben ja immer so ihre Wertung von der Community, da hat der Film auch 6 Punkte. Und dann gibt's ja immer, wenn ich den noch nicht gesehen habe und ich bin hier eingeloggt, sagt er hier eine Prognose, ne, auf Basis von den Filmen, die ich so bewertet habe, wie ich den Film finden könnte. Da liegt ja bei mir bei 4,3. Ich glaube, den werde ich dann mal auslassen. Ich glaube, da sind irgendwelche Trigger drin, die mir nicht gefallen. Also gerade so mit Liebesgeschichte auf dem Berg und so, das ist, ich weiß nicht. Es ist nicht, also ich würde es nicht 100% als Liebesgeschichte bezeichnen, aber es ist halt, hat so leichte Tendenzen in die Richtung. Ja, also mal schauen. Ich sage jetzt natürlich nicht auch nicht, wie es ausgeht. Ich meine, sie war auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit. Also kannst du dir vorstellen, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Ja. Und, okay. Ein bisschen nervig ist ihr Gejammer. Also sie sagt, sie ist sehr weinerlich und das ist ein bisschen anstrengend. Ich sehe schon immer mehr, was mich daran abhält. Ich habe ihn halt angeguckt. Ich hatte Zeit, er war da. Eine Freundin von mir hat gesagt, der ist total toll. Und ich mag solche Filme ja grundsätzlich auch. Ich muss aber in der richtigen Stimmung dafür sein. Und das war ich an dem Tag. Deswegen habe ich ihn auch auf Letterboxd sehr gut bewertet. Aber so im Nachhinein ziehe ich halt nochmal 2-3 Punkte ab, weil es gibt einfach Filme, die gucke ich immer und immer wieder. Und der gehört jetzt nicht dazu. Okay. Ja, du hast Letterboxd. Haben wir dich eigentlich schon drin in der Liste hier, dein Letterboxd-Account? Ja, ich glaube schon. Ah, muss man nachher mal gucken. Ich habe auch noch einen Film geschaut, den neuen M. Night Shyamalan-Film Old. Und wenn man sich so zurückerinnert, M. Night Shyamalan hatte ja irgendwie seinen Peak, glaube ich, bei Sixth Sense. Dann fiel das immer weiter ab und dann kam The Visit, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann kam wieder eine ganze Weile irgendwie nix und so.
Und jetzt kam ja Old, der ja eigentlich auch ins Kino kommen sollte. Und ja, ich habe den so am Rande. Also ist jetzt nicht mehr so, dass mich der Name Shyamalan ins Kino zieht, wie er das noch nach Sixth Sense getan hat. Hier Unbreakable habe ich im Kino geschaut, Science habe ich im Kino geschaut, Village habe ich im Kino geschaut und hört es auch schon auf. Und also Happening und Mädchen aus dem Wasser und so habe ich nur noch zu Hause geschaut, genauso wie Glass und sowas, ne? Ja, ich glaube, da ist nicht mehr so, ja, hatte sehr wechselhafte Geschichte in Old. Kate, du wirst dich erinnern, wir hatten doch letztens diese Serie, wo die in Hawaii auf dieser Insel war, in Hawaii auf der Insel natürlich, Hawaii ist ja eine Insel. Ja. Na, wo die da so, wo das alles so dubios ist. Mit dem, jetzt ist die Frage, meinst du das Hotel oder das Spa? Ja, sowohl als auch, ne? Also es gab ja das Hotel mit The White Lotus, genau. Und das Spa mit Nine Perfect Strangers. Genau, und das ist ja quasi, irgendwie haben die alle von Old abgeguckt, habe ich damit festgestellt. Echt weil jetzt? Ich glaube, Old war so vorher da. Und in Old ist es so, das spielt halt in, ich glaube, Hawaii, nehme ich an. Und da gehen halt verschiedene Familien auf diese... Ja, in dieses ein Luxusresort, also wirklich, ich hatte wirklich Déjà-vus ohne Ende, ne, von diesen anderen Serien, aber der war eher da. Und hier zum Beispiel Darsteller, zum Beispiel Rufus Sewell ist dabei, den kennt man noch am ehesten, Thomas McKenzie und ich glaube die anderen kennt man alle nicht so, aber wenn man die Bilder sieht oder die Fotos sieht von denen, die mitgespielt haben, die kennen wir alle irgendwo her, die haben Nebenrollen oder irgendwo mal gehabt und ja, dann gibt es halt eine Szene, da wird halt gesagt, ja, ihr könnt halt alle mal in so eine Bucht gehen, da gibt es eine wunderschöne Bucht und wir fahren euch da mal hin. Und dann nehmen die halt wirklich verschiedene Familien und Personen mit zu dieser Bucht und die werden da alle ausgekippt und können da halt, müssen durch so einen engen Gang gehen, der so Felsen und kommen halt in diese Bucht, sind dann dort und dann wird es irgendwie so ein bisschen dubios, weil... Es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen seltsam an. Also die Bucht ist herrlich, ne? So eine richtige wie Blaue Lagune und so. Die ist aber so umfasst von Felsen und die wirklich sehr, sehr privat. Aber die sind natürlich mit, weiß nicht, wie viele Leute da sind, vielleicht 20 Leute. Es kommt relativ schnell so eine Frauenleiche angespült, wo die dann so, was ist denn hier los und so. Und dann sehen sie auch, da ist noch jemand dort in dieser Bucht, der schon vorher da war. Und der lässt dann so ein paar mysteriöse Sachen fallen, um was es hier gehen könnte. Und das eine muss ich jetzt schon mal verraten. Was heißt verraten? Es kommt dann relativ früh raus. Sie stellen fest, dass sie alle relativ schnell altern an dieser Bucht. Mhm. Das heißt, die Kinder werden schnell groß. Deswegen heißt der Film auch Old, ne? Und bei den Kindern geht es halt mit am schnellsten. Bei den Erwachsenen sieht man es noch nicht ganz so schnell, die Veränderung. Und sie versuchen dann auch von dieser Bucht wieder wegzukommen, was sich als gar nicht so einfach herausstellt, denn diese Frauenleiche, das hat auch irgendwo seinen Grund, weshalb die, denn da hat schon mal jemand versucht zu fliehen dort. Und ja, die Alterung beschleunigt sich und dann ist natürlich so Shyamalan typisch, er versucht natürlich dann am Schluss auch wieder so ein bisschen so ein Kniff, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht reinzubringen, ne? Was aber hier zum Glück, muss ich sagen, nicht ganz so drüber ist wie bei manchen anderen Filmen, die er gemacht hat, wo es wirklich nur so drauf angelegt hat, ich verarsche die Zuschauer die ganze Zeit und am Schluss, da ziehe ich das Kaninchen aus dem Hut und alle denken so, was? Sondern ganz so extrem ist es hier nicht. Es ist sehr dezent gemacht, das fand ich wiederum ganz angenehm. Aber der Film zieht sich halt auch so ganz schön, gerade wenn die das so rausfinden. Es wirkt halt wirklich so, wie wenn man eine Folge Lost guckt, aber sind halt die ganze Zeit nur am Strand und labern. Ja, und finden halt die Sachen raus, passiert da ein bisschen was Mysteriöses und während bei Lost dann halt immer noch so ein paar Rückblenden und sonst was dabei war, ist halt wirklich hier quasi fast nur Strand. Es wird natürlich ein bisschen was von der Vorgeschichte von den Personen erzählt. War so ein bisschen Lost-Feeling, war wieder da. Ist aber so ein Film, wo ich dachte, ich habe ja auch relativ viel bezahlt, um den jetzt zu Hause gucken zu können. Der ist jetzt gerade neu erschienen. Da habe ich gedacht, nee, das Geld, das war jetzt nicht ganz so gut investiert. Da hätte ich lieber gewartet, bis der irgendwie günstiger zu haben ist oder dann in den normalen Streaming-Paketen kostenlos quasi mit drin ist. Während bei Dune habe ich gedacht, wow, sah geil aus und alles. Aber hier bei Old dachte ich, ich hatte schon ein bisschen Bedenken. Ich wollte aber ehrlich gesagt nichts drüber lesen. Deswegen habe ich keine von diesen üblichen Kritikseiten aufgemacht, weil ich Angst hatte, dass mir da irgendwie zu viel verraten wird, weil ich kenne ja die Shyamalan-Filme und wie gesagt, The Village
The Visit hat mir sehr gut gefallen zuletzt. Und ja, also kann man gucken, muss man nicht. Und könnte man dann gucken, wenn es irgendwo günstiger zu haben ist als jetzt, mit den, was habe ich bezahlt, 13 Euro oder so. Und dann kriegt man einen ganz netten Mystery Thriller/Horrorfilm mit ein bisschen Rätselei und so. Was so ein bisschen, es gibt ja nicht so viele von diesen wirklich vielschichtigen Dingern, wo man so überlegt, so. Deswegen kann man durchaus mal gucken, aber jetzt nicht für den Preis. Und von mir bekommt der Film 6 Punkte. Und kleiner Ausblick auf nächste Woche, da reden wir dann über die Dokumentation, die sich ja Chris gewünscht hatte, und der Filmverleiher ist da uns sehr gerne entgegengekommen, um uns die zur Verfügung zu stellen. Baden gegen Württemberg. Württemberg, Württemberg, Württemberg. Und ich habe da einiges, ich habe es schon geschaut, ich habe da einiges draus erfahren, was ich wirklich nicht kannte, was natürlich auch kein, ja, man kann nicht alles wissen, ne? Sagen wir so. Und das fand ich sehr gut. Deswegen sage ich es jetzt schon mal ganz kurz, wenn ihr die Dokumentation noch irgendwo im Kino erwischt, dann geht da unbedingt rein, gerade wenn ihr hier aus der Region seid. Und dann schaut euch das mal an. Das ist so, ja, es sind so Dokumentar, echte Szenen von damals eingeblendet, so kuriose Filmaufnahmen, die ich wirklich sehr toll fand, die ich auch noch nicht kannte, gemischt mit so einem, ja, wie die es manchmal bei diesen guten Discovery-Dokus machen, wenn dann so Personen, die so ähnlich aussehen, dann so die Sachen nachspielen wie damals und so. Ich fand das wirklich, wirklich gut. Aber da reden wir nächste Woche drüber. Bloß noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr es noch erwischt und euch interessiert das Thema, geht mal ins Kino. Na? Ich hab nur noch ganz kurz eine Frage. Hast du vielleicht aus dieser Doku auch erfahren, dass Wiebele keine Kekse sind? Ich habe das am Geschmackstest. Ich möchte dich mal erleben, wenn du was verkostest, ja, was mit Schokolade und Zimt überzogen ist, wo irgendwas drin knirschelt, wenn du dann versuchen musst zu erraten, was das ist. Mittlerweile weiß ich auch, dass es ein Biskuitgebäck ist, was hier sehr große Tradition hat, aber das war alles so, das war jetzt, hatte nicht die Form von diesen Wibbele, die man so kennt, weißt du, wie ich meine? Die sehen ja aus wie so eine 8, sondern das waren kleine Stückchen. Die sehen aus wie eine 8. Ja? Da hatte ich jetzt aber recht. So, nein, das ist die typische Bibeleform. Ja, wie so zwei Tröpfchen, die so aneinander sind, wie so eine Acht. So. Ne? Genau. Genau. Okay. Ja, wir haben ja schon gelernt, Hefezopf ist auch nur ein Weißbrot. Das stimmt. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Charts und Neustarts. Mal gucken, was da so anläuft. Ich glaube, da ist was Gutes dabei die Woche. Kinocharts und Neustarts. Gucken. Oh, ich sehe eine Änderung bei dem Platz 1 in Stuttgart. Aber Platz 5 erstmal Dune. Haben wir gerade kurz Platz vorgestellt. 4 RESPECT, Respect the Aretha Franklin Doku Film Dings da gedöns. So, und auf Platz 3, Achtung, Platz 3 ist James Bond, keine Zeit zu sterben. Oha! Platz 2 Encanto. Platz 1, also neu auf der 1, jetzt seit zig Wochen, hätten wir mitzählen müssen, wie lange James Bond auf 1 war, sehr lange. House of Gucci, tatsächlich, so sehr stark beworben, so ziemlich, also gefühlt in allen Mainstream-Medien haben sie darüber erzählt, über den Film. Krass. Und mal schauen, was neu anläuft. Natürlich, Spider-Man No Way Home startet diese. Ja, der läuft doch jetzt noch nicht an. Ich dachte, der startet erst kurz vor Weihnachten. Das werden irgendwelche Specials wieder sein, oder? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Mach du erstmal die nächsten, ich schau mal ganz kurz wegen Spider-Man. Also, das irritiert mich jetzt totalometermäßig. Lauras Stern in der Realverfilmung auf Grundlage der bekannten Kinderbücher von Klaus Wanner findet die kleine Laura einen verletzten Stern und all dem zur Hilfe. Ja, stimmt. Ich habe gerade nachgeschaut, VDF-Kino, Verband der Filmverleiher, sagt Spider-Man No Way Home für den 16.12. erst. Vielleicht irgendwelche Previews, also gehen wir mal noch nicht ganz so tief drauf ein hier. Genau. Don't Look Up, starbesetzte Satire über zwei Astronominnen, Achtung Steff, vielleicht was für dich, die sich auf eine Pressereise begeben, um die Menschheit vor einem alles zerstörenden Asteroiden zu warnen. Davon habe ich schon gehört. Komödie. Das ist doch ihr mit Leonardo DiCaprio oder irgendeinem großen Schauspieler und der unsäglichen Kirsten Dunst oder so ähnlich. Was? Bitte? Nee, wer spielt denn da mit? Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, genau. Kate Blanchett. Ja.
hast du gegen Jennifer Lawrence und Kirsten Dunst? Ach, bei dem einen oder anderen Film geht es mir auch ziemlich auf die Nerven. Kirsten Dunst finde ich okay. Jennifer okay. Lawrence Kirsten Stewart ist doch die mag aus Hawkeye, oder? Die wohnt mit dem Pfeil und Bogen. Schweigen! Ich glaube nicht. West Side Story. Ich glaube nicht. West Side Story, Neuauflage des preisgekrönten Musicals mit Ansel Elgort und Rachel Zegler als Romeo und Julia-Paar. Ist das nicht von Spielberg jetzt oder so? Oder von irgendjemand Bekannten? Hat das ich glaube, ja, ja. Ich glaube, Spielberg war das. Aber ich glaube, das ist ein Spielberg-Film, den ich mal auslasse. Das ist nichts für mich. Musikfilm It's Christmas, Weihnachten mit Jonas Kaufmann. Okay. Ja, das große Abenteuer des kleinen Vampirs. Animierter Gruselspaß für Kinder, in der der kleine Vampir Freundschaft mit einem Menschenkind schließt. Ist es noch der kleine Vampir, also den es damals als Realserie gab, weiß man nicht, oder? Hm. Kleine, der Rüdiger oder wie der hieß. Doch, glaube ja. Adam, ein berührendes Drama über eine Schwangere, die bei einer Witwe und Bäckerin in Casablanca Unterschlupf findet. Okay. What the fuck? Okay. Plan A, was würdest du tun? Thriller mit August Diehl um eine Gruppe jüdischer Überlebender des Holocausts, die 1945 das Wasser in Deutschland vergiften wollen. Den habe ich mir vorgemerkt, den möchte ich gern sehen. Also den werde ich mir auf jeden Fall im Heimkino angucken. Ist auch kein so viel Good Movie, wie es scheint. Nee, glaube ich nicht, aber ich habe ein bisschen was über die Produktion hier von unseren Filmverleihern, kriegt man immer so Informationen und war auch mal so ein Reel dabei, hat mich sehr interessiert. Was mich auch interessiert, was wahrscheinlich dann Kinotermin wird, Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle, eine französische Wohlfühlkomödie um eine Architektin, die der Alltag zu Kopf steigt und die obendrein noch die begehrteste Ausschreibung der Stadt gewinnt, nämlich da den Notre Dame, die Restauration wieder zu übernehmen. Und der Trailer hat mich sehr angesprochen und mal gucken, vielleicht erwischen wir den ja wieder in der Sneak, dann spare ich mir den weiteren. Ist das so eine Filmserie jetzt hier irgendwie mit I Fell in Love, Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle. Sehenswürdigkeiten von Paris. Ja. Arc de Triomphe. Genau, Louvre. Von vorne. Louvre eröffnet mein Herz. Montmartre, mon amour. Ja. Oh, Champs-Élysées, de. Wir schauen mal, was da noch so kommt. Ja, genau. Also da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Aber ansonsten haben wir jetzt nur noch Dokus, das müsste soweit passen. Nee, Passion simple. In Porto begegnete Helena dem Alexandre auf einer Party und es begann eine leidenschaftliche Nacht. Seitdem ist alles anderes, denn zurück in Paris siehst du doch Passion simple. Sieht die Literaturprofessorin und alleinerziehende Mutter den verheirateten Mann regelmäßig. Ist dieser in der französischen Hauptstadt doch in der russischen Botschaft tätig? Ah, also ist es wahrscheinlich Alexandre, nicht Alexandre. Öfter erwischt sich Helene dabei, wie ihre Gedanken zu Alexandre dem nächsten Treffen abschweifen. Alles scheint nur noch. Übrigens, es drehen. Gibt dann demnächst auch noch den Film von Moulin Rouge, den neuen. Okay, na, da hat mir das Vorhergehen nicht so gefallen. Eine Tänzerin verliebt. Okay, du googelst jetzt alle Sehenswürdigkeiten gerade, oder? Und natürlich Place de Concorde. Ich fliege total auf dich. Und ich warte noch auf Stade de France, Zidane is back oder so. Le Retour de Zidane. Und natürlich Disneyland, Liebe einer Maus. Oh. Genau. Und zwar muss da eine Architektin, kriegt einen Auftrag, sie muss in Disneyland den großen Liebestunnel eröffnen und hat überhaupt keinen Bock, aber dann lernt sie Jean kennen, einen Mitarbeiter im Donald Duck-Kostüm und es entspinnt sich eine zwielichtige, aber süße Liebesgeschichte. Denkst du dir das gerade aus? Und sie haben Sex im Kostüm. So, jetzt wird ein Film draus. Also sollte der Film gedreht werden, wir hätten gerne ein paar Tantiemen. Und natürlich nicht zu vergessen, Montmartre, mon amour. Okay, also. Ja, zurückführen auf den Weg. Ich habe noch ein paar Blu-ray-Neustarts, haben wir ja länger nicht gehabt, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen startet oder kommt neu in einer Remastered Edition der Film Mulholland Drive raus von David Lynch. Auch in einer Limited Collectors Edition, wo wahrscheinlich, wenn alles klappt,
wird sich auch eine Version davon im Adventskalender beim Kinocast mal an einem Tag verstecken. Und wenn wir einmal dabei sind, am 6. Dezember, also sprich an Nikolaus, wird es ein bisschen was von Star Wars geben. Okay, dann gibt es auch noch neu auf Blu-ray, dieser Ron läuft schief. Ich glaube, der war auch gerade erst im Dings hier, im Kino. Den gibt es ab 16.12., also den kann man jetzt bald schon vorbestellen. Falls man den zu Weihnachten schenken möchte, geht vielleicht ganz gut. Ja. Okay, dann sind wir hier soweit durch. Ah, keine Serien. Ich habe Succession geguckt. Gute Serie, nur mal so als Anregung. Gibt's auf Sky und jetzt sind wir auch gleich. Auch geil, die neue Folge. Ja, die war auch gut. Aber ihr seid ja da nicht so. Sehr gut. Oder? Ah, jetzt langsam gefällt's euch, oder? Ich habe es schon vorher gut gefunden. Okay. Aber ich finde halt, die Serien sind alle so unterschiedlich. Ich finde alle richtig gut und ich sage auch nicht, dass eine besser ist als die andere, weil sie so unterschiedlich sind. Und Hawkeye, was mich von vornherein einfach stört, ist, dass es so wenig Folgen sind. Also das macht mich einfach unfassbar traurig und deswegen gehe ich damit nicht ganz so viel Euphorie ran wie bisher, weil ich dann nicht ganz so traurig, vielleicht arg enttäuscht bin, wenn es vorbei ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenige Folgen, wenn sie richtig gut sind, reicht mir auch. Es muss nicht aufgeblasen sein, irgendwie mit zigtausend Folgen, wenn dann irgendwo Füllerfolgen drin sind oder es irgendwo nicht so. Dann lieber kurz und knackig. Keep it simple, short. So, Kiss. ja, okay. Also schauen wir mal, was da noch so kommt. Und jetzt gucken wir erstmal in die Rätselecke, was da so kommt. Rätselecke. Harry Potter. Mal gespannt. Was ist übrigens, ja gut, Kate hat gewonnen. Viel Spaß in der nächsten Woche. Was ist übrigens aufgefallen ist, ich habe gar nicht über den Schläferz-Film geredet. Den habe ich nämlich diese Woche gar nicht geguckt. Den muss ich noch nachholen. Oh. Dafür kommt diesen Freitag kommt Ach Jodel mir noch ein. Stoßtrupp Venus. Mein Gott. Eine aus God. Der Spätphase der deutschen Sexfilmwelle. Den kenn ich sogar. Da kannst du hier nochmal gucken mit Kommentaren. Ja, nee, danke. Unglaublich. Rätselecke, ja, ich habe drei Fragen für euch vorbereitet, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Oh. Und am Ende, falls es unentschieden steht, eine Schätzfrage. Und wir könnten direkt reingehen in das Quiz, wenn ihr möchtet. Wenn ihr bereit seid. Liebe Kate, bist du bereit? Immer. Wir wurden bereit Lieber geboren. Erik, bist du bereit? Ja, bereit geboren. Ja, genau, so sah es aus. Das war es auch das erste Mal, als Erik hat immer gesagt, ich bin bereit geboren, hat mir eben als Einjährigen einen Ball zugeworfen. Nein, den leider nicht gefangen, schade. Aber er ist ja bereit. Tom Hanks hatten wir heute in der Sendung. Und Tom Hanks, möchte ich von euch wissen, eine Antwort ist richtig, ich gebe euch vier Antwortmöglichkeiten. Tom Hanks besitzt über 250 verschiedene Arten von Schreibmaschinen. A, Barbie-Puppen, B, Schreibmaschinen, C, Bibeln, D, Schallplattenspieler. Das ist natürlich jetzt doof, weil Erik schon rausgerufen hat. Kate, was sagst du? Schreibmaschinen. Ja, dann kriegen beide einen Punkt, Erik. Das hast du jetzt davon. Ist doch auch schön. Wir sind in der Vorweihnachtszeit hier. Es sind tatsächlich einfach schenkt halt heute. Wollte mal klugscheißen hier. Ja, wenn ich schon mal was sicher weiß. Wobei ich meine Antwortmöglichkeiten echt schön fand. Also. Ja, definitiv. Habe ich zwar jetzt gar nicht zugehört. Bibeln finde ich super. Bibeln, Schallplattenspieler und Barbie-Puppen. Hättest du gesagt, Volleybällen, Motorradrädern. Okay, Laufschuhe. Also 1-2 nach der ersten Runde, es war viel zu einfach. Jetzt darf Kate zuerst antworten, jetzt sage ich mal nichts. Wie viele Oscars für den besten fremdsprachigen Film haben australische Filme bislang gewonnen? Ist jetzt schon so eine kleine Schätzfrage tatsächlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht viele, weil die Australier Englisch sprechen. Ja gut. Also für fremdsprachigen Film kannst du es nicht kriegen. Also wenn da, also ist das eine Trickfrage? Ist es eine Frage? Stell die Frage bitte nochmal. Wie viele Oscars für den besten fremdsprachigen Film haben australische Filme bislang gewonnen? Aber die Australier sprechen doch Englisch. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, die Frage. Außer die haben irgendeinen, weiß ich nicht, Outback-Slang. I don't know, ich sag 2. Wenn überhaupt. Okay, Erik, was sagst du?
Ich war jetzt auch gerade so bei dem Thema. Also Englisch kann es ja nicht sein, weil deswegen durfte ja Victoria nicht teilnehmen, weil die so viel Englisch gesprochen haben, obwohl es ein deutscher Film ist. Deswegen, das kann nur was sein in der Sprache der Ureinwohner oder sowas, dass sie da mal irgendwas gemacht haben. Wir reden aber jetzt nur von kompletten, also ganzen Filmen, oder ziehst du Kurzfilme auch mit ein? Weil da gibt es sehr viele. Es geht um die Rubrik bester kompletter ausländischsprachiger Film. Okay, also Feature-Film, okay. Ja. Dann sage ich, gehe ich drunter, dann sage ich ein. Wird's dann wahrscheinlich hat tatsächlich null Erik gewonnen, weil es waren tatsächlich null. Ja. Es gab aber eine Nominierung. Ich doch. War das so ein Ureinwohnerfilm, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay. Ich jetzt nicht überprüft. Wahrscheinlich. Kann ja nur. Also ich recherchiere mal später. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Ja- oder Nein-Frage. Und zwar, während der Dreharbeiten für Civil War brach sich Jeremy Renner beide Arme. Ja oder richtig. Nein? Richtig, ja. Beide Arme? Ja. Ich habe das irgendwo gelesen. Nee, beide Ob das jetzt Arme. Bei Civil War weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er beide Arme sich gebrochen hat. Also beide Arme glaube ich nicht, weil ich glaube, ich habe irgendwelche Fotos gesehen von ihm, wo er einen Arm in so einer Manschette hatte. Deswegen sage ich nein. Und damit hatte Erik auch die dritte Frage richtig. Nein, in der Dreharbeiten von Tag bzw. Catch Me, wie er in Deutschland heißt, im Jahr 2018, da hat es sich tatsächlich beide Arme gebrochen. Ah, dann habe ich vielleicht das Bild gesehen. Aber dann herzlichen Glückwunsch, Erik. Hey, was für ein Durchmarsch heute hier. 3-1. Mit Dummheit gewonnen. Vernichtet. Dann mache ich mal jetzt richtig, X richtig. Beim richtig die Kälte weggefiedelt hier, ist ja, ja unfassbar. Also eins, ja eins sicher gewusst, bei den anderen zwei Dusel gab, gebe ich ehrlich zu. So, ja. Nicht schlecht. Glückwunsch. Glückwunsch geht raus. Danke. Schönes Rätsel, ja. Vor allem die mit den Schreibmaschinen, das war super. Ja, wenn du es gewusst hast. Ja, genau. Nee, ich gucke ja auch so Quiz-Sendungen, so, wer weiß, sind sowas und so ein Zeug, und da kam das tatsächlich irgendwo auch. Also da habe ich das relativ präsent gehabt. Das ist noch nicht lange her. Das deswegen wahrscheinlich, wenn es ein bisschen länger her gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch wieder überlegt. Dann. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir weiter zu den Musiktipps. Da haben wir wieder interessante Sachen parat. Music. So, Kate, beginne mal. Da gucke ich gleich mal, ob das schon drauf ist. Ich habe die Gorillas mit Feel Good Inc. Aber ich glaube, das ist schon drauf. Feel Good Inc. So, oder? Machen wir jetzt gleich live hier zur Playlist hinzufügen. Kinocast-Songs für alle da draußen. Okay, es meckert nicht, also ist es noch nicht drauf. War es vielleicht irgendwie hier Clint Eastwood oder wie das hieß, das andere. So, Chris, was packst du drauf? Ich packe meinen Koffer und packe einen Song auf die Playlist. Und zwar von Deadmau5 zusammen mit Wolfgang Gardner, Channel 43. Ah, du hattest von Deadmau5 doch schon mal was, ne, oder? Jetzt gucke ich auch mal zur Sicherheit. Kann gut sein, ja. Playlist. Aber nicht das was ich ganz relativ. Nee, auch, hat er auch gefressen hier. Ja, okay. Hallo, ich habe das hier im Griff. Willst du den Radio Edit, den Go Freak Remix oder den Extended Remix? Nee, mach den Radio Edit. Mach den okay. Radio Edit. Okay, alles klar. Der ist sehr und gut. Ich habe ausnahmsweise mal was Mainstreamiges hier. Das ist ein Song, der habe ich gerade so im Ohr, weil der kommt hier immer auf den Musiksendern. Von Elton John, featuring Dua Lipa, Cold Heart, im, ich weiß gleich, wie das gesprochen wird, Pnau-Remix oder so, Pnau-Remix, keine Ahnung. Also, Pnau. Es gab ja die normale Version, diese, nennen wir mal, Instrumentalversion, und dann gibt es so eine ein bisschen danzigere Version, wo jetzt immer das Video läuft, und finde ich einfach saugeil. Auch das Video ist super gemacht. Mit so Knetfiguren und so und wie das so ineinander übergeht. Was ist dein Song des Jahres bei Spotify? Wo sieht man das? Hast du keine Auflistung bekommen? Oh, ich finde das so furchtbar, diese von den ganzen Leuten. Ja, du musst es ja nicht posten, aber ich fand es interessant, das halt anzugucken. Sehe ich das hier also, irgendwo im Spotify gerade? Da bin ich gerade. Ja, oder? Du musst auf deine Startseite gehen. Start, okay, mache ich live. Und dann muss da dein Top-Songs funktioniert nicht, weil meine Tochter hat ja auch meinen. Ja, genau, deine nutzt, Tochter ist schuld. Nee, die nutzt Spotify viel mehr, deswegen ist was drauf, was ich gar nicht kenne. Von apropos Spotify. Ghost Temane und Path 0, I Ducking Hut W U. Keine Ahnung, was das ist. Album Human Error. Keine Ahnung. Okay. Wusstet ihr das? Ich weiß nicht, seit wann es das gibt, aber es ist mir gestern aufgefallen, wenn du einen Song
also anmachst und dann die Ansicht hast, dass du den Song siehst mit Play und wie weit er schon fortgeschritten ist, dass jetzt unten die Lyrics angezeigt werden? Nee, wusste ich auch nicht. Funktioniert bestimmt auch nicht bei jedem Song, oder? Bisher habe ich es bei jedem Song gefunden, den ich angeklickt habe. Ja gut, die haben halt alle Taylor Swift Songs drin. Aber Taylor Swift war nicht mein Top-Song dieses Jahr. Es gibt einen Song, den habe ich 63 Mal dieses Jahr gehört. Und das war kein Taylor Swift-Song. Sieht man das die Anzahl? Jeden Tag oder? Einmal. Ja, ja, die machen dir so eine Zusammenfassung, welche Top-Alben, welche Top-Künstler, welchen Song du wie oft abgespielt hast. Ich scroll jetzt hier gerade immer noch runter. Ich bin jetzt hier bei... Also in der Top 100 ist kein Song dabei von mir, ne? Das ist nur Sachen, die meine Tochter hören. Also die hört echt viel. Da gibt es wie so ein Video. Also es gibt die Playlist von den Top 2021 Songs, aber es gibt auch so ein Wie gesagt, macht so bei mir Video keinen quasi. Sinn. Leider. Ja. Ich sehe nur laut. Ich muss mal, glaube ich, diesen Familienaccount machen, wo dann jeder ein getrenntes Konto hat. Nee, Haben wir auch gemacht, deswegen kann der Katie im Moment hören. Ich habe, glaube ich, einen normalen Account und sie loggt sich halt ein. Und wenn sie hört, kann ich nicht hören und umgekehrt. Und deswegen, ja, ich muss das mal umstellen. Kostet halt ein bisschen mehr dann. Dann ist wenigstens bereinigt hier. Aber es ist cool, weil hat dann halt jeder seinen eigenen Account. Deswegen ist okay. Ja, sicher. Aber kostet halt auch 7 Euro mehr, glaube ich. Jetzt habe ich 9,99 Euro und dann kostet, glaube ich, 16,99 Euro. Aber wenn du dir überlegst, es kommt halt, mittlerweile veröffentlicht jeder Künstler seine Songs auf Spotify. Und dementsprechend, du hast halt alle aktuellen Alben plötzlich da drauf. Ja, ich bezahle doch auch schon dafür. Deswegen. Ich habe doch Spotify schon seit Jahren. Ja, okay. Ich habe es kopiert. Ich will bloß nicht den Familienaccount machen, wo getrennte Konten sind, weil es kostet nochmal 7 Euro mehr. Habe ich schon genug Zeug hier. So, kleiner Hinweis noch, Adventskalender läuft und zwar wahnsinnig, ist total irre. Also es ist viel, viel mehr. Ihr kennt das ja wahrscheinlich noch von den vorhergehenden Jahren, wo immer mal so 20, 30 Leute hier in den Kommentaren getippt haben. Mhm. Wahrscheinlich, weil die Schwelle jetzt wirklich sehr niedrig liegt, dass man das Fenster aufmacht. Und ich habe einen Hinweis bekommen vom, wie hieß er, Basti Stinson hier, dass ich doch die alten Fenster noch... zum Anschauen lassen soll. Da muss ich jetzt halt immer händisch dann das Feedback-Formular entfernen, aber da kann man sich die alten Fenster auch anschauen. Unter dem Adventskalender sieht man auch, habe ich reingeschrieben, immer die Gewinnerinnen und die jeweiligen Lösungen von den Fensterchen. Und ich würde sagen, die Nummer 4, den Boss-Level, war die richtige Lösung. Die Catwoman-Metallfigur, die losen wir jetzt gleich mal aus. Oh yeah! Und da sind 347 E-Mails eingegangen. Darf ich einfach eine Zahl sagen? Genau, sag mal eine Zahl, dann zähle ich hier mein E-Mail-Konto durch. 261. Um Gottes Willen, warte mal, das dauert eine Weile. 267. Das ist keine schöne Excel-Tabelle. Nee, das kommt alles per E-Mail. Das ist, wie gesagt, DSGVO-konform und so, die lösche ich dann halt alle hinterher und... Warte mal kurz, hier ist 100, hier sind 367, 207. Kleinen Moment. 26, jetzt muss ich runterzählen. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um ca. 10 Minuten. Okay, hier, das müsste sein. Patrick M. Ich nenne mal den Nachnamen nicht. Patrick M. Du kriegst jetzt. Patrick Meier. Nee, Meier nicht. Patrick Meier ist ein Streamer, der Meier. Nee, Meier heißt er nicht, aber. Patrick M. Und du kriegst nachher gleich nach der Sendung, schreibe ich dir eine E-Mail, wo ich deine Adresse, das hat übrigens bei den anderen Teilnehmern und Teilnehmern sehr, sehr gut geklappt, also geschrieben, sofort innerhalb von wenigen Minuten kam die Antwort mit der Adresse, habe ich auch, die ersten zwei habe ich schon verschickt, die 3 liegt noch hier, die schicke ich dann zusammen mit der 4 am Montag raus und also Patrick, du bekommst dann gleich von mir eine Mail. Ich wirst wahrscheinlich die Mail eher kriegen, als du die Sendung hörst. Ist auch egal. Und jawohl, vielen Dank fürs Mitmachen. Was mich bisher gewundert hat, die Gewinnerinnen und Gewinner, das ging bis jetzt alles in den Norden Deutschlands. Also wir hatten da so Bremen dabei und sowas. Also was ist los im Süden? Was geht ab?
hier mitmachen. Vielleicht hat auch dein Würfelgenerator einen kann auch Schuss sein. Weg. Kann auch sein. Nee, wahrscheinlich, also bei so vielen, die mitmachen. Also, nee, kann es ja nicht sein. Ich habe ja von den anderen nicht die Adressen. Es wird ja nur abgefragt, quasi die E-Mail, damit ich Kontakt aufnehmen kann, die richtige Lösung und der Name. Ne? Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Es kann natürlich sein, dass 99% kommen aus dem Süden und ich erwische immer die eine Person aus dem Norden. Aber hat mich halt gewundert, weil bisher so Bremen und ach ja, die eine kam aus Wacken. Die hatte E-Mail-Adresse @wacken.de. Dachte ich erst, oh, geile Adresse. Ist das ein Fan oder eine häufige Teilnehmerin und so? Da habe ich dann angeschrieben, aber die scheint da irgendwie bei der Stadt zu arbeiten oder so. Nehme ich mal. Ah, cool. Ja, also ist aber auch im Norden, ne? Also Wacken ist ja auch da oben irgendwo, ne? Ja. Ja, ist halt Kinocast international. Definitiv, ja. Nicht ganz international, weil ich habe auch am ersten Tag schon eine Mail bekommen von jemand aus Österreich, schöne Grüße, der fragt, ob er mitmachen darf. Und dann habe ich mal geschaut, was so Lieferkosten nach Österreich sind. Und das würde wirklich den Boden ausschlagen, wenn dann wirklich, sag mal, Worst Case 24 Mal jemand aus Österreich oder Schweiz gewinnt und ich dann 5 bis 7 Euro mehr für die Lieferung zahlen müsste. Das kann ich nicht stemmen, leider. Wir mit dem Kleinen so viel sind Spenden Patreon nicht eingegangen, leider. Deswegen leider nur Deutschland. Macht da mit, alle, die das hören, die vielleicht noch nicht mitmachen. Kinocast.net ist schon so auf der Startseite direkt verlinkt. Ich habe es jetzt auch so gemacht, dass bei der Mobile Version, die ja ein anderes Template hat, dass man da auch ganz oben den Adventskalender irgendwie sieht. Genau, also könnt ihr Türchen aufmachen, dann Lösung eintragen. Heute habt ihr bestimmt schon rausgekriegt, oder? Das ist ein Film, den wir im Kinocast besprochen haben. Ja. Okay. Wie gesagt, morgen gibt es was von Star Wars zu gewinnen. Das Rätsel weiß ich gar nicht mehr, was da war. Doch, weiß ich natürlich, aber verrate ich jetzt noch nichts. Aber das wisst ihr wahrscheinlich sofort, wenn ihr das würde mich sehr wundern. Ja. Aufpassen, ey. Da müsst ihr richtig aufpassen. Erik ist ein richtiger Fuchs. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon und auf den diversen Sachen unterstützen. Die machen nämlich solche Sachen möglich überhaupt erst, dass wir sowas machen können. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alle, die die Beiträge immer schön teilen auf den diversen Netzwerken. Das hilft uns auch. Vielen Dank an alle, die Kritiken irgendwo schreiben. Und vielen Dank euch beiden natürlich fürs Mitmachen. Dann rutscht gut rein in den Nikolaustag. Ich hoffe, es klappt morgen mit Kino. Ja, frohes neues Jahr dir auch. Ich hoffe, ihr habt eure Stiefel geputzt, dass ihr was bekommt. Ach. Vom Nikolaus. Oh ja. Und ich brauche nichts. Ich habe so viel gebacken, ich brauche gar nichts in meinen Stiefel. Ich habe genug Zucker. Dann sehen wir uns morgen im Kino. Der Kinocast.